Ja, hallo und willkommen zu diesem kleinen Making-of-Video vom Nico Leon. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass es kein Tutorial ist, sondern wirklich ein kleines Making-of-Video, was wahrscheinlich vielleicht auch wieder etwas länger dauert als geplant. Und ich will eigentlich gar nicht so viel Zeit verlieren und dir dabei eigentlich gleich zeigen, wie ich dieses Bild entstanden ist. Und zwar geht es dabei, ich schiebe mal hier rüber, wo ist es? Hier. Ist es, und zwar geht es dabei um dieses Bild hier. Jetzt müsste es nur noch kommen. Ja, hier ist es. Und mein Mauszeiger spinnt jetzt hier gleich so ein klein wenig, deswegen zickt er hier gerade rum. Also, so, hier haben wir es. Man sieht es, glaube ich, auch so. Es geht um dieses Bild hier. Und ich werde hier mal kurz meine Arbeitsschritte erklären, wie ich dazu gekommen bin und vor allem aus was das Ganze entstanden ist. Und aus was das Ganze entstanden ist, das werden wir hier uns zusammen hier angucken. Und zwar geht es gerade los. So, das war nicht geplant. Also, mein Mauszeiger spinnt wie immer. Zum einen siehst du auch den Körper, der ist von der Sonnenblende aus der Nikon entstanden. Dazu komme ich aber später im Tutorial dann etwas mehr darauf zu sprechen. Und dann habe ich hier verschiedene Aufnahmen gemacht über verschiedene Winkel, verschiedene Perspektiven, alles Mögliche, was ich fotografieren könnte, was ich vielleicht mal gebrauchen könnte. Hier bei meinem Nikoleon habe ich dann in verschiedenen Perspektiven fotografiert, verschiedenen Lichtverhältnissen auch, weil ich nicht so genau wusste, was wohin kommt. Das sind dann die kleinen Füßchen, auch hier wieder etwas mehr Licht, etwas weniger Licht, der Griff, dann die ganzen Gelenke und hier wieder Füße und der Hintergrund und natürlich auch mein Hauptbild. Das war mein Referenzbild, das habe ich mal bei Fotolia gekauft, das ist schon länger her, ich habe es dann aber nie gebraucht. Und per Zufall dann wieder entdeckt und dann kam eigentlich die Idee und mein Stativ stand dummerweise eben gleich neben mir. Und ich habe das Stativ angeguckt, habe mir dann das Chamäleon angeguckt, die Sonnenblende lag auch auf dem Tisch, also eins und eins zusammengezählt und habe gedacht, doch, ich versuche es mal, vielleicht kriege ich es ja hin und ja, also, los geht's. Ich werde mal hier schließen, das hier blende ich mal aus und jetzt nicht erschrecken. So sieht das Bild aus, ohne irgendwelche Bearbeitungen, also wirklich nur Objekte eingefügt, kein Schatten, kein Licht, kein Dodge and Burn, gar nichts. Und das gucken wir uns nachher jetzt vielleicht mal an. Ich nehme hier auch, was habe ich da noch? Den Text, ja, und die Vignette. Also, so. So sieht das ganze Bild aus. Ich würde mal vorschlagen, ich fange von unten an. Zeigt er dann, je nachdem, was ich gemacht habe oder wie ich es gemacht habe. Das war das Hintergrundbild. Ich werde übrigens auch bei der Videobeschreibung werde ich die Links dazu einfügen, damit ihr auch wisst, von wem der Hintergrund stammt. Und ja, also der Hintergrund war mir etwas zu langweilig hier an dieser Stelle, war mir viel zu hell. Deswegen habe ich als erstes mal etwas die Sättigung rausgenommen und zum zweiten hier ziemlich kräftig abgedunkelt. Dann, durch dass das Ganze im Hintergrund sein sollte, habe ich hier diesen Gaußschen Weichzeichner angewendet, damit da mein Fokus wirklich auf diesem Chamäleon sitzt und nicht irgendwo anders. Ich habe vom Referenzbild, das siehst du vielleicht hier, so, eigentlich nur das hier haben wollen. Mein eigentlicher Arbeitsprozess für diesen Chamäleon war nämlich ein ganz anderer. Ich habe mir das Bild geschnappt. Ich muss jetzt hier mal nur finden. Ja, genau, das ist dieser. Also, ich habe hier mal zwei, drei Sachen vorbereitet, damit du siehst, wie ich überhaupt angefangen habe. Und zwar habe ich mir das Referenzbild genommen und habe dann wirklich verschiedene Elemente. Ich habe es dann später auch in Gruppen gepackt, damit ich auch eine klare Ordnung habe. Ich habe dann wirklich versucht, die Elemente hier mal grob einzuzeichnen, damit ich einfach sehe, was wohin gehört und aus welchen Teilen könnte ich was zusammenbasteln. Also hier zum Beispiel das ganze Bein habe ich in drei unterschiedlichen Farben genommen, also dunkler Grau, mittelgrau, helles Grau, so rum und habe dann wirklich auch nachgezeichnet, was wohin gehört. Das habe ich für alles gemacht. Also das heißt auch für diese Füße, diese Beine hier hinten, den ganzen Schwanz, den Körper habe ich dann
in einem Stück genommen, außer, glaube ich, ja, diesem Bauchteil hier, aber den habe ich nachher nicht verwenden müssen. Und eben auch hier diese Kopfform, damit ich weiß, hey, das ist eher hinten, das ist vorne, das ist die Augenbraue und so weiter. Und habe mich wirklich dabei auch an diese Lichtgegebenheiten hier versucht zu orientieren und einfach damit ich weiß, wo ungefähr. Deswegen auch diese Grundelemente, die habe ich nachher später in Bildern wieder entfernt, weil ich die nur für die Positionierung der Augen brauchte. Ich wusste ja hier, was alles reinkommt. Auch die Positionierung des Unterkiefers und so weiter. Ich glaube, wir werden es zwar später sehen, aber kann gut sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen gelassen habe und dann halt einfach mein Bildausschnitt von einem Manfrotto-Gelenkkopf oder so, da habe ich dann wirklich danach dann versucht auszulenken, vielleicht mit einer Schnittmaske oder so, aber das gucken wir uns jetzt gerade mal an. Also, du siehst hier nichts Spektakuläres, ich blende das hier mal wieder ein. Wo ist es jetzt? So, so. So, und habe dann natürlich auch, also warte, ich blende mal hier kurz nochmal wieder alles ein. Wo ist es? Genau. Dann gucken wir mal, den Text kann ich weglassen. Diese Dodge und Burn Sachen werde ich mal auch mal kurz ausblenden. Das kann ich auch ausblenden. Das geht weg. Also ihr seht, ich habe mir hier wirklich Gruppen angelegt für jedes einzelne Bein, damit ich wirklich weiß, was zusammengehört und was nicht zusammengehört. Und so hat es dann für mich auch die Sache etwas einfacher gemacht, um eben auch gewisse Sachen wieder zu finden. Also, dann legen wir mal gleich los. Du siehst, hier ist alles noch in Farbe. Ich habe das später dann wirklich in Schwarz-Weiß konvertiert, weil mir eben diese Farbunterschiede hier nicht gefallen haben. Das wäre zu viel Arbeit gewesen, diese dann in, ja, mit dem Farbverlauf, nicht Farbverlauf, mit der Farbkorrektur zu ändern oder anzugleichen. Also deswegen alles Schwarz-Weiß. Sah dann auch viel realistischer aus und ja. Dann siehst du hier Schatten. Die Schatten habe ich ganz einfach angemalt. Ich kann es dir auch vielleicht hier mal kurz zeigen. Und zwar habe ich eine Schnittmaske angelegt, weil ich ja nur wollte, dass sie auf meinem Bambus sind. Habe dann einen Pinsel genommen, schwarze Farbe. Ich habe hier die Drucksensitivität aktiviert. Wenn du vielleicht mit einer Maus arbeitest oder so, kannst du auch die Deckkraft runter reduzieren oder später nachher mit mehreren Ebenen kommst du auch zum gleichen Effekt. Ich habe dann wirklich einen ganz weichen Pinsel genommen und habe dann, das war etwas zu viel. So, also probieren wir es nochmal. Du siehst, meine Maus spinnt, also oder mein Grafiktablett zickt gerade etwas rum. Also eben, also ich habe, dann nehmen wir eben dieses Beispiel mit wenig Deckkraft. So, das war die falsche Ebene. Da müsste es eigentlich hinkommen. Und habe dann wirklich die Kontaktschatten und alles versucht dann wirklich so anzuzeichnen, damit es dann auch ansatzweise realistisch ausschaut. Und so habe ich mich durch alles, was Schatten wirft, hier an diesen dunklen Stellen hier unten und auch hier oben, habe ich dann wirklich mich durchgearbeitet und habe dann wirklich, als ich den komplett fertig hatte, hatte ich dann wirklich diese Schatten eingemalt und alles, was dunkel ist, abgedunkelt und so weiter. Hier siehst du das Bein hinten rechts, also das ist dieses Bein hier. Ich kann hier mal reinzoomen, so. Also, da siehst du den Fuß, der ist eigentlich entstanden durch das sind die Clip-Halterungen, also Befestigungshalterungen für das Stativ, wenn man die Beine auszieht. Das hier ist der Gummigriff. Und so habe ich dann die einzelnen Teile wegradiert oder mit Maske wegradiert, die mir nicht gefallen haben. Hier siehst du, es ist deutlich zu hell, also habe ich es auch deutlich abgedunkelt mit einer Tonwerkkorrektur. Dann haben ja hier die Beine diese Gelenkköpfe, sage ich jetzt mal, oder Gelenkstangen. Und das müsste hier auch ein klein wenig zu sehen sein. Deswegen ist auch hier
ein Teil drin. Auch hier habe ich ein klein wenig abgedunkelt. Du siehst, es war zu hell und deswegen habe ich hier, weil die Formen natürlich nicht passen, habe ich sehr, sehr viel mit dem Formgitter gearbeitet. Also hier ist jetzt ausgegraut, aber mit dem Formgitter habe ich dann das wirklich passend zu diesen Zeichnungen habe ich es dann wirklich passend dann gedreht und gemacht, bis es irgendwie ansatzweise von der Perspektive her gepasst hat, von dem ganzen Blickwinkel und so weiter. Und so habe ich mich eigentlich durch jedes Bein hier durchgearbeitet. Auch hier diese zwei Halterungen und hier auch jeweils abgedunkelt, aufgehellt, alles, was zu dunkel war, wirklich versucht von den Farben her so gut es geht anzupassen. Und als letztes, was ich wirklich gemacht habe, ist dann wirklich über die Gruppe eine sogenannte Dodge and Burn-Ebene, wo ich dann nochmal das Ganze abgedunkelt habe, was im Schatten liegt und das aufgehellt habe, was im hellen Bereichen liegt. Ich kann hier nochmal kurz die anderen Beine nochmal anzeigen. Wo haben wir das Bein vorne? Rechts vorne, das ist nur dieses Teil hier, das sieht man nicht. Bein links hinten, genau. Also, hier wird es schon etwas aufwendiger, wobei auch nicht so kompliziert. Also, du siehst hier diese zwei Füßen, das sind diese hier. Der verschwindet hier komplett im Schwarz, weil der eben wirklich ganz nah am Baum liegt, am Bauch liegt, nicht am Baum. Und auch hier habe ich dann jeweils untenrum Schatten angemalt oder eben auch hier diese Gelenk versucht so hinzudeuten, dass die auch einen kleinen Schatten werfen, damit das alles etwas realistischer wirkt. Auch hier wieder die Gummigriffe als Beinverlängerungen, auch hier wieder abgedunkelt und farblich nochmal kurz abgeändert, genau. Und hier dann den ganzen Kugelgelenk, das siehst du auch hier. Dann, was haben wir noch? Ach, genau. Hier habe ich einfach ein schwarzes Pinsel genommen, weil das sah irgendwie so merkwürdig aus. Deswegen habe ich das wirklich schwarz eingefärbt, damit das wirklich auch dunkel ist. Das sind natürlich von der Terrassenaufnahme die Reflexionen von der terrakottafarbenen Plättchen, Fliesen, die ich da oben hatte. Und deswegen habe ich das einfach umgefärbt. Wenn es nachher schwarz-weiß ist, sieht man es eh nicht mehr. Aber dieses Stück hier war doch schon etwas auffällig. Und deswegen diese kleine Korrektur. Auch hier siehst du wieder, ich habe Dodge and Burn verwendet. Also diese Seiten hier aufgehellt, hier abgedunkelt, hier etwas aufgehellt und so weiter. Das sieht man an dieser Dodge and Burn eben eigentlich ganz gut. Ich blende mal ein. Machen wir mal so. Normal. Dann siehst du hier, was passiert ist. Also, wieder zurück auf weißes Licht und blenden wir nochmal alles ein. So, 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 so. So. Und du siehst, ich habe Stück für Stück hier diesen Kopfteil gebogen, aus dem Gelenkkopf, hier nochmal ein Stück, da nochmal die Textur drüber gehauen, hier nochmal etwas verformt, hier auch noch diesen ganzen Teil und so habe ich dann wirklich meine Projektion, die ich hier oder meine Nachzeichnung, die ich hier abgezeichnet habe, wirklich versucht dann nochmal nachzuzeichnen und deswegen ist auch diese Kopfform dann auch so entstanden. Ich habe versucht auch die ganzen Formen oder die Backen, Gelenkknochen, Wangenknochen versucht irgendwie mit einzubauen. Und hier ist natürlich auch sehr, sehr viel Dodge and Burn dabei. Und das zeigen wir uns das Auge. Das Auge habe ich eigentlich nachgezeichnet. Also das sind ein Haufen Ringe. Kugeln, etwas verformt, dass es von der Perspektive her passt. Und habe hier dann noch, glaube ich, ja, eine Musterüberlagerung, dass man hier in so, dass es nicht so flach aussah. Auch hier natürlich wieder abgedunkelt, abgehellt. Das ist wirklich so viel wie möglich an der Realität ankommt. So, der hier ist,
falsch. Da wurde wahrscheinlich nachher nochmal abkopiert. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Und blende hier mal nochmal alles ein. So, das hier auch noch. Ja, der Schwanz war eigentlich so das Aufwendigste, was ich hatte. Und den Schwanz kann ich dir mal gern zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich gehe mal hier zurück. Also du siehst, ich habe hier einfach eine Maske erstellt. Ich habe das Bild zugeschnitten vom von der Sonnenblende. Habe dann hier ja mit dem Stempelwerkzeug diese kleinen Unreinheiten entfernt. Also überhaupt keine große Sache. Hier mal einfach kurz mal drüber fahren oder von dieser Seite her. Und schon war das Ganze weg. Auch nicht mehr zu sehen im Bild nachher später. Und ja, ich habe auch, glaube ich, diese kleineren Unreinheiten habe ich dann auch noch korrigiert. Und das war es dann eigentlich auch schon. Dann, durch das, dass ich hier natürlich mein Sonnenblende als Smart Objekt habe, konnte ich das natürlich beliebig vergrößern und verkleinern. Und ich werde dir hier mal kurz zeigen, wie ich meinen Schwanz erstellt habe. Ich habe wirklich ganz, ganz klein angefangen, habe mich dann sozusagen hochgearbeitet. Und das war mein Anfangspunkt. Habe dann wirklich so rumgearbeitet, habe dann immer vergrößert und gedreht. Und irgendwann hier habe ich dann mal aufgehört und dann kam eben der Körper dran. Dann kann ich dir mal das kurz zeigen. Mit der Alt-Taste habe ich die kopiert. Habe dann festgestellt, dass das nicht so ganz realistisch aussieht. Ich habe dann hier wirklich versucht, die Sachen dann auch zu drehen und so weiter. Und dann jeweils ein klein wenig vergrößern. Also das war wirklich, wirklich Fummelarbeit. Und das Problem, was mich dann ereilt hatte, war eben, dass man das hier nicht so sah. Deswegen habe ich mir dann einfach die nochmal, glaube ich, zurück. Ja, genau, ich habe zwar angefangen, habe dann die ersten drei gemacht und habe festgestellt, das stimmt was nicht. Deswegen habe ich mir hier diesen ersten habe ich gelassen, aber dafür dann den zweiten mit ein klein wenig Tricksen habe ich dann wirklich versucht, etwas Schatten hinzufügen. Nicht so stark, auch nicht so extrem, sondern wirklich einfach, damit man es einfach ein klein wenig sieht. Und von da aus habe ich dann wirklich angefangen, das Objektiv etwas zu vergrößern. Dann auch mittels diesem Drehpunkt hier auch den Kurven anzupassen. Und so habe ich dann Schritt für Schritt meinen Schwanz geformt. Ich mache das jetzt nicht nochmal, aber du siehst, in welche Richtung es gehen soll. Und jeweils dann immer gleichmäßig vergrößert, um keine Verzerrung im Bild zu haben. Und so ist dann natürlich auch der Schwanz entstanden. Das habe ich dann hier wirklich weitergemacht bis hier oben. Hier kam dann eine neue Gruppe dazu. Das war dann eben auch dieser Körper. Ich wollte hier auch diese Ungleichmäßigkeit reinbringen. Du siehst, es ist hier nicht alles gleichmäßig. Hier haben wir mehr Abstand, hier weniger. Es sollte ja auch irgendwie realistisch sein. Das Ding bewegt sich ja auch. Deswegen nicht immer so penibel genau gearbeitet, würde ich jetzt mal so behaupten. Das war der Schwanz. Der Bauch oder der Körper. Das war dann diese Geschichte hier. Und genau gleich Verfahren wie mit dem Schwanz auch. Also du siehst hier ganz, ganz viele Objektive. Und wenn ich da so schnell runterdrehe, siehst du auch, wie die gedreht wurden, vergrößert und so weiter. Und durch das, dass ich mit Smart Objekten gearbeitet habe, konnte ich die pixelfrei vergrößern, verkleinern wieder, ohne Probleme. Ich habe dann hier, um kurz mal die Dodge & Burner auszublenden, habe ich dann wirklich, das sah nach sehr, sehr wenig aus. Habe dann auch hier wieder versucht, Licht und Schatten zu betonen. Auch hier diese Kanten nochmal etwas besser zu verdeutlichen, dass man wirklich sieht, ey, da ist eine Kante, da ist ein Glanzpunkt, damit dieser Chamäleon auch irgendwie glänzt. Ich habe dann hier beim Bauch weitergemacht. Beim Bauch sieht es eigentlich genau ähnlich aus. Ich habe mir jeweils diese Ebene dann, du siehst, ich habe hier einfach weitergemacht. Ich habe mir dann das Ganze, was ich hier hatte, nochmal dupliziert.
und in Form hochgezogen, damit ich auch diese Wölbung oder diesen Buckel, welchen ein Chamäleon hat, bekomme und vor allem auch, dass ich ja, dass das Ganze irgendwie realistisch auch ansatzweise von den Formen her ansieht, weil das Ganze wölbt sich ein klein wenig, das sieht man auch hier, deswegen habe ich das mit einem verflüssigen Filter bearbeitet, etwas vergrößert, verschmälert an einigen Stellen und ja, ich war mit dem Resultat sehr zufrieden, deswegen auch hier ein Smart-Objekt, das eigentlich nichts anderes ist als das hier und hier haben wir das. Das ist hier dieser Schatten da. Genau. Ja, was haben wir denn noch? Beine rechts vorne, also hier. Das war dieses kleine Ding da unten. Dann Bein links hinten. Genau, das haben wir auch durchgeguckt. Ja, der Kopf ist vielleicht noch interessant. Da sieht man eben auch diese ganzen Stellen. Also hier habe ich ja nur diesen Teil gebraucht. Dann habe ich. Genau, hier ist es. Hier hatte ich ja meinen Unterkiefer. Den habe ich, glaube, das war der einzige, den ich gelassen habe. Und habe dann wirklich danach hier mit meiner Schnittmaske diesen Teil hier ausgerichtet. Auch das habe ich dann ausgeschnitten, eingefügt, versucht anzupassen. Und dann wirklich mit dem Formgitter habe ich da rumgedreht und rumgezuckt, bis das ansatzweise seine Form bekommen hat. Und das habe ich eigentlich auch mit allen Elementen gemacht. Auch hier, hier. Und natürlich mit dem ganzen Ding da oben. Dann sieht man es auch hier beispielsweise. Das war diese Oberlippe. Die habe ich hier wirklich aus dem Teil da geformt. Das unten sieht man nicht. Und ja, die Stellen, die ich nicht brauchte, habe ich einfach wieder mit Maske ausgeblendet. Ich habe dann jeweils mit Tonwerkkorrekturen gearbeitet, weil mir das hier zu hell oder zu dunkel war. Und was haben wir hier noch? Genau, ich habe die Texturen, ich habe von den Clippern genommen. Ich habe hier stark vergrößert, die Texturen habe ich dann so übernommen, habe sie ein paar Mal drüber gelegt und dann dieses Ergebnis bekommen. Blende mal hier wieder ein. So. Mauszeiger spinnt ja immer noch. Also blenden wir hier wieder mal alles ein. Wo ist es jetzt? Da. Dann haben wir hier den. Haben wir vergessen? So. Irgendwo ist noch was ausgeblendet. Bauch. Hier. So. Jetzt passt es wieder. Tut mir leid, wenn ihr hier noch ein klein wenig zugucken müsst, aber ich bin, glaube ich, gleich soweit. Was fehlt denn noch? Das Auge. Das war der Kopf, genau. Das Auge haben wir hier. So. Also du siehst, bei den Augen habe ich mir hier wirklich die Mühe gegeben, da alles Mögliche so realistisch wie möglich einzuzeichnen. Diverse kleine Ringe abdunkeln, aufhellen und. Dann fehlt uns hier noch jede Menge. Hier, wo ist es denn? Muss man natürlich auch noch einblenden, weil sonst sieht man es ja nicht. Ne? So, den Schwanz nochmal. Hier auch nochmal. Hier. Was fehlt uns noch? So. Haben
Haben wir hier einen Teil vergessen? Genau hier fehlt noch. Wo fehlt noch? Dieser Teil. Da fehlt noch ein Stückchen. Und hier diese zwei Felder. Dann fehlt hier noch jede Menge. Wo ist es denn hier auch nochmal? So. Was fehlt uns denn hier? Den Bauchhammer. Die zwei Sachen fehlen noch. Also, ich hab's gleich. Ich hab's gleich hier. So, so, so. Das kommt halt eben. Wenn die Maus spinnt, dann muss man das halt eben händisch machen. Aber ich muss mal gucken, warum das überhaupt nachher so der Fall ist. Aber dass wir das Video nicht nochmal extra aufnehmen müssen, denke ich mir, reicht das allemal aus. So, hier fehlt noch ein Stückchen. Das Auge haben wir hier. Hier, das muss weg, dann wurde falsch kopiert. Ja, was fehlt uns denn? Bein vorne. Das fehlt. Dieses Stückchen fehlt. Das fehlt auch noch. Dann fehlt uns das Bein hinten links. Ach so, ja. Es fehlt nicht, es muss einfach nur auf weiches Licht gesetzt werden. So, jetzt ist es da. Also, jetzt haben wir es geschafft. Sorry für die kleine kurze Unterbrechung. Den Kopf hatten wir, also alles wie wirklich angepasst mit den Formen. Hier nochmal die Augen etwas aufgeleuchtet, damit es etwas technisch aussieht. Du siehst hier die verschiedenen Formen, also das von der Pupille her bis zum Augenform. Dann wirklich Schatten abdunkeln, aufhellen an einigen Stellen, damit das auch so ausschaut, dass es wirklich auch drin sitzt. Dann zoome ich hier nochmal ein klein wenig raus aus dem Bild. Ich habe dann von der Nikon-Werbung, kennt man ja, habe ich den klassischen Text da genommen. Das ist dieser hier. I am Nikoleon hat für mich als Nikon-Fan als geouteter Nikon-Fan hat es natürlich für mich sehr, sehr gut gepasst. Hätte auch mein Foto nennen können oder wie auch immer. Aber durch das, dass ich die Nikon-Sonnenblende genommen habe, was hier wirklich einen Großteil an der Fläche ausmacht, habe ich dann gesagt, komm, ich nenne das Ding Nikole und passt auch perfekt dazu. Und ja, ich habe hier dann zusätzlich noch ein wenig blau angezeichnet, um nochmal wirklich diese Kanten hier richtig, richtig, richtig zu betonen, damit das Ganze auch nochmal ein klein wenig technischer wirkt. Ich habe verschiedene Einstellungen versucht, so dass es richtig knallig ist, also leuchtet. Hat mir dann nicht so gefallen, weil ich wollte ja nicht irgendwas Leuchtendes haben, sondern eher was Technisches. Deswegen habe ich das in der Deckkraft massiv reduziert. Hier einfach mit einem Pinsel einfach diese Konturen nachgefahren. Das war es eigentlich auch schon. Die Farbgebung hat mir im Endeffekt dann nicht so gefallen. Ich habe wirklich auch meinen Betrachter in die Mitte lenken wollen, gerade um diese hellen Stellen hier auch wegzuhaben, habe ich dann wirklich eine Vignette angelegt und diesen kleinen werberen Farbton erstellt. Und das war es eigentlich auch schon. Also du siehst, es war nicht so eine riesengroße Sache. Und ja, dann wünsche ich mal viel Spaß. Vielleicht beim Nachmachen, also wenn ihr das nachmachen wollt, gebt mir Bescheid. Allerdings müsst ihr das Chamäleon-Bild vielleicht selber kaufen, aber ich packe ja die Beschreibung mit den Links. Wenn ihr meine Bilder haben wollt, die ich gebraucht habe, könnt ihr mir auch mal schreiben. Ich schicke euch die, gebe euch die zur Verfügung, überhaupt kein Ding. Dann ja, wenn ihr Rückfragen habt, stellt die. Ich bin gerne für euch da, beantworte und ich hoffe,
Ihr hattet trotz diesem kleinen Pannenausfall Spaß hier beim Making-of zuzugucken und bis demnächst nochmal.